Sie haben in einer Sendung von einem Beamtendarlehen gesprochen. Wie funktioniert das und kann ich es als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch nutzen? Ja, das ist so wie bei der Frage an den Sender Jerewan. Im Prinzip ja, können Sie das nutzen. Voraussetzung ist, dass Sie mindestens 5 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Erst dann steht Ihnen dieses Beamtendarlehen zur Verfügung. Das Beamtendarlehen ist eigentlich ein normales Darlehen, was nicht getilgt wird, sondern gegen eine Lebensversicherung, die abgeschlossen wird. Die wird angespart und wenn die Lebensversicherung ausgezahlt wird, tilgt die dann das Darlehen. Dadurch kann ich längere Laufzeiten erreichen, halt bis zum Rentenbeginn. Das kann also bis zu 20 Jahre gehen. Und wenn ich natürlich ein Darlehen in der Laufzeit strecke, dann habe ich natürlich eine geringere Rate. Kann also durchaus interessant sein. Aber ich muss natürlich wissen, diese Lebensversicherung, die dafür abgeschlossen werden muss, die hat natürlich auch Kosten in sich. Ja, also da sind auch Provisionen einkalkuliert. Und deshalb ist das auch eine Geschichte, wo man zweimal nachrechnen muss, ob man das wirklich machen muss. Aber um das Darlehen, oder besser gesagt, die Rate runterzudrücken, ist das durchaus akzeptabel, auch für den öffentlichen Dienst. Sollten Sie noch nicht so lange beschäftigt sein im öffentlichen Dienst, dann wird diese Möglichkeit für sich unwahrscheinlich. Dann bleibt Ihnen eigentlich nur ein Darlehen aufzunehmen mit einer Laufzeit von maximal 120 Monaten, also 10 Jahre, bieten nur noch relativ wenige an und dann wird es halt ein bisschen weniger, 96 Monate, 84 Monate, das ist das meiste, was angeboten wird, aber dann ist natürlich der Zinssatz zwar niedrig, so 5,95% wäre so ein guter Zinssatz, aber natürlich dadurch, dass Sie sehr schnell zurückzahlen müssen, in 84 Monaten, dann die entsprechende Rate auch hoch. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie gerne noch mal beim Sender nachfragen.